Tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Und sie lag da schon. Psst, Hugo, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen. Ganz ruhig, ich will nur reden. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Oh doch, haben wir. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Das ist so ein bisschen wie die Simpsons-Folge, wo Bart Ebenezer Springfield den Kopf absägt. Nur, dass der ihm den Hoden abgesägt hat. Aber sonst quasi exakt das Gleiche. Mehr oder weniger. Ach was, du bist gut informiert, Hugo. Vielleicht weißt du auch, wer Reginalds Hoden gestohlen hat. Ich kann alles erklären. Also... Runternimm da! Ich weiß, dass du da drin bist. Du und dein Lackaffe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey, wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda! Einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen! Also ehrlich gesagt, schon ein bisschen sieht er aus. Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja, ja. Das wird das Beste sein. Hier bin ich fertig. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... Na, dreimal bis jetzt. Dreimal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal. Vielleicht können wir uns einigen. Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie... haben mich wieder jung gemacht. Ich mag das eigentlich immer nicht, wenn Geralt mit seinem Psychotrick die Leute so manipuliert. Ne? Das ist so willenfreiheitsberaubend irgendwie. Das ist dieser Jedi-Mind-Trick, den man ja teilweise in dem Spiel schon relativ böse auch einsetzen kann. Sehe ich ein bisschen... bin ich nicht so wohlgesonnen. Sehe ich ein bisschen skeptisch. Aber... in dem Fall hätte ich den Kerl wahrscheinlich einfach umbringen müssen, wie es oft ist in dem Spiel. Deswegen war das auf jeden Fall, finde ich, glaube ich, die bessere Methode. Und das hier ist jetzt, finde ich, wirklich ein Dilemma. Weil der Kerl hat offensichtlich eher psychische Probleme. Und durch die goldenen Hoden werden die gelöst. Und ich meine, ist ja voll cool. Aber da kann ich einfach irgendeiner Statue irgendwelche Hoden absäbeln.
Aber braucht die Statue wirklich unbedingt ihre Hoden? Braucht er sie nicht wichtiger? Braucht er sie nicht dringender? Aber viele Leute gehen da immer hin. Die haben vielleicht ähnliche komische Probleme. Ich meine, das ist doch eine Idee, oder? Er kann sie sich ein bisschen leihen, aber dann muss er sie zurückbringen. Versuchen wir das mal. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Vielleicht kann ich sie dir noch einen Tag ausleihen. Was sagst du? Das sind mindestens noch 3 Nummern. Abgemacht, Kollege. Nein, er lebt noch. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin zurück. Psst, nicht so laut. Du weckst sie noch, dann will sie noch mal. Wer denn? Rosalinda? Luisa, ihre Cousine. Die ist unersättlich und unerschöpflich. Und ich bin völlig alle. Wie war das? Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Beim letzten Mal ist mir fast die Pumpe explodiert. Hier, nimm du die Hoden. Möge Majoran dich mit Kraft segnen. Du wirst sie wohl brauchen. Na, guck. Jetzt bringe ich die wieder zurück und dann ist quasi nichts passiert und alle sind glücklich. Der Ritter musste aus dem Turnier aussteigen, weil er sich bei den Glöcknerinnen was Juckendes eingefangen hat. Was will man mehr? Ja, ne, wenn der immer auf der Straße meditiert, für 2 Tage kniet er einfach vor irgendeinem Haus rum. Das habe ich mir auch schon oft gedacht. Dein Ruf eilt dir voraus. Schöne Melodie. Sodala. Ach so. Ich schätze, ich kann die nicht einfach wieder ankleben. Na, ich dachte mir mit Igni oder so, so festschweißen. Ach nee, die sind ja aus Stein, ne? Granit oder so. Nun, hast du Reginalds Weiß nicht, ob man Granit gut gefunden? Schweißen kann. Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen. Das sind sie. Wahrhaftig. Hoffentlich drückt diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit aus. Und schau morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginald kostenlos berühren. Das geht aufs Haus. Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ich meine, habe ich das jetzt nicht quasi... Ich habe die ja in der Hosentasche mit mir rumgeschleppt. Ich hatte meine kostenlosen Berührungen schon. Mit Reginalds Hoden. Viel Glück bei der Jagd. Okay, das hätten wir. Nette Quest, ne? Oh mein Gott, haben wir schon viele Nebenquests. Die haben wir alle von dem Schild, ne? Noch keine Schatzsuche. Ein Hexerauftrag. Großwildjäger. Und ganz viele Nebenquests schon. Ich hätte ja eigentlich jetzt echt gern noch ein bisschen mit dem Gwent-Turnier weitergemacht. Ach, das ist gleich hier irgendwo. Nee, da muss ich... Warum heißt eigentlich Gwent? Habe ich mich schon oft gefragt. Im Deutschen Gwent. Warum die das so komisch übersetzt haben. Weil bei allen anderen Sachen, die im Deutschen anders sind, habe ich mir gedacht, gut, okay, das ist ein Buch. Das ist schon ein bisschen älter. Da hat man halt aus dem Buch alles übersetzt. Auch die Namen. Was man heute eher nicht mehr so machen würde, meinetwegen. Aber gab's in dem Originalbuch schon Gwent? Wurde das da schon beschrieben? Ich habe die besten Weine in Toussaint. Und warum wird das dann übersetzt mit Gwent? Das ergibt für mich so gar keinen Sinn. Zeig mal, was du hast. Mal sehen, ob ich was Interessantes finde. Oder bezieht sich das auf irgendwas Realweltliches? Irgendwas Mittelalterliches, das es wirklich gab und deswegen die komische Übersetzung. Macht für mich gar keinen. Das kommt mir vor, als wäre es ein Fehler einfach, dass man da versehentlich einen Buchstaben ausgetauscht hat. Weil ich meine, dass Roach zu Plötze wird, ja, wie ich schon gesagt habe in der früheren Folge, ist die beste Übersetzung ever. Und nur besser.
Aber dass man aus Gwent unbedingt Gwent machen muss, das verstehe ich nicht. Lust auf eine Partie Gwent? Meine Preise sind die besten. Diesseits der Yaruga. Ja, dann zeig mal, ob deine Karten auch so gut sind wie deine Preise. Eine Berserker-Karte? Hey, ich habe gar nicht aufgepasst, was ich jetzt beim letzten eigentlich für eine Karte gewonnen habe. Mensch, das könnte eine gute gewesen sein und ich weiß es gar nicht. Na, super. Ich habe furchtbare Karten. Also ich habe nichts, was zusammenpasst. Ich habe zwei Karten, die nur Sinn machen, wenn ich einen Partner davon habe. Und ich habe die beiden Berserker, die nur Sinn machen, wenn ich die Pilze habe. Sag mal, ich habe die Pilze doch im Deck, oder? Doch, klar, hatte ich schon mal. Ich habe zum Glück einen Spion. Mit ein bisschen Glück. Nope. Ah ja, gut, immerhin ein bisschen. Metatron schreibt, das heißt im polnischen Original Gwent. Und so haben es die Deutschen übernommen. Ja, aber trotzdem selbe Frage. Warum übersetzt man dann Gwent zu Gwent? Das ergibt ja genauso wenig Sinn. Auch wenn es dann halt andersrum war. Aber why? Sowas verstehe ich immer wirklich überhaupt nicht. Der passt jetzt schon. Das passt mir ganz gut. Aber... wie... also ich meine, weil... ich überlege nur gerade, weil ziemlich sicher das Spiel ja auf Englisch entwickelt wurde, mit englischem Kopf. Das wurde ja wahrscheinlich nicht erst auf Polnisch entwickelt und dann übersetzt. Wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin, aber das erscheint mir einfach logischer. Naja, wir werden es wohl nie erfahren, wie sich diese Namensänderung zugetragen hat. Ich möchte einmal die beiden Berserker mit meinem Pilz verwandeln können, Mensch. Ich finde das so doof. Ich habe die jetzt schon so oft auf der Hand und die sind halt einfach komplett nutzlos, wenn ich die nicht verwandeln kann. Wirklich, wirklich schlechte Karten. Die geben nur Sinn und zwar wirklich nur und ausschließlich, wenn ich die verwandeln kann. Ansonsten sind die absolut blöd. Wie viele Punkte hatten die zum Vorsprung? Ah ja, gar nicht so viel. Dann spielen wir mal unseren Geralt aus und dann, bam, sind wir wieder im Rennen. Dann mache ich jetzt mal Druck. Anstatt frühzeitig zu passen. Vielleicht können wir schon in der zweiten Runde gewinnen. Na, das ist nicht gut. Eieiei. Soll ich es wirklich tun? Ja, komm. Versuch's. Ach Quatsch, ich bin so blöd, ich kann überhaupt nicht mehr gewinnen. Zum Glück, das ist gar nicht so schlimm. Aber zum Glück hat jetzt eher nicht gepasst, sonst hätte ich ein Problem gehabt. Oh Gott, ich habe eben ein Problem. Was habe ich getan? Ich hoffe, er hat wirklich zwei absolut schlechte Karten, weil ich habe sie auch. Ich habe zwar drei, aber im Grunde ist nur eine sinnvoll. Ah ja, genau, aber ich habe die Fähigkeit hier. Oh, in dem Fall hat der mir jetzt echt Schaden verursacht. Weil ich habe hier eine Figur, mit der ich Tote wieder erwecken kann. Und der hat gerade alle Toten aus unserem Ablagestapel zurück in unser Deck gemischt. Und somit kann ich niemanden mehr beschwören und habe zwei absolut nutzlose Karten. Oh Gott, ey, na super. Wenn der jetzt nur eine Karte mit 4 Stärke ausspielt, bin ich drauf, ey. Ja. Naja, okay. Willkommen zurück, mein Freund. Du hast doch geschummelt.
Aber jetzt gucke ich mal, welche Karte wir bekommen haben. Lust auf eine Partie Quint? Das kann ich mir nicht vorstellen, Metatron, dass Witcher ursprünglich auf Polnisch entwickelt wurde. Das glaube ich nicht. Das ist ein Spiel, das für den internationalen Markt konzipiert ist und dann wird es auch auf Englisch gemacht eigentlich, von Haus aus. Ich habe keine Ahnung, irgendeine Karte müssen wir bekommen haben, aber ich habe keine Ahnung, welche. Da kommt jetzt keine neu vor. Egal, spielen wir einfach nochmal. Ich hatte echt Pech mit den Karten. Ich habe halt in dem Deck jetzt viele so aufeinander abgestimmte Karten und wenn ich die nicht zusammenkriege, ist es doof. Hey, es ist aber schon ein bisschen verhext, oder? Das Spiel will mich ein bisschen verarschen. Jetzt habe ich schon wieder die Pilze auf der Hand, aber nicht die Berserker, die Pilze brauchen. Also komm schon. Das geht hier nicht mehr mit rechten Dingen zu, habe ich das Gefühl. Ich habe immer entweder den Pilz oder die beiden Berserker. Ich habe nie auch nur einen Berserker und den Pilz. Das. Ja. Ah. Naja, gut. Jetzt habe ich aber ganz vernünftige Karten. Ich glaube, mit denen kann man was anfangen. Genau, und ob es das Kartenspiel eben auch schon in den Büchern gab, ist die Frage. Das weiß ich nicht. Das wird auch nochmal alles ändern. Aber im Endeffekt ist es auch wurscht. Wir machen uns hier viel zu viel Gedanken wegen einem Buchstaben. Ich habe hier ein Gewöhnt-Match zu gewinnen. Wie auch immer. Wow, ne... Ach so. What? Das ist eine unglaublich mächtige Karte. Hallo? Spinnt die eigentlich? Die Schildmaid Caris. Meine Güte. Die beschwört alle drei Schildmaiden des Clans Drummond. Und die verstärken sich gegenseitig. Das ist ja unglaublich mächtig. Verdammt, ich glaube, ich kann passen. Die Runde ist vorbei. Aber mein... Gegenspieler hat nur noch 4 Karten auf der Hand? Hä? Wann ist denn das passiert? Oh, jetzt spielt er noch schnell eine Spionagekarte. Der Schelm. Gar nicht schlecht. Muss man schon sagen. Muss man ihm lassen. Well played. Ah, das ist ein nerviger Gegner. Der hat wirklich gute Karten, der Herr Weinkeller. Nicht schlecht. So, jetzt geht's um die Burscht. Ich habe 2 Karten mehr. Wenn er keine Wetterkarte hat, ist meine Sonnenkarte voll umsonst. Oh, das ist so gemein, dass er jetzt seine beiden Schildmeiden zufällig zieht. Da hat er Glück gehabt. Aber trotzdem, das ist noch lange nicht vorbei. Das können wir noch recht gut gewinnen eigentlich. Mit ein bisschen Glück. So. Nicht schlecht, aber gut. Noch ist Gleichstand und wir haben mehr Karten auf der Hand. Ich kann nur ehrlich gesagt... Naja, gut, okay, machen wir mal das hier. Hab gerade auf der englischen Wikipedia-Seite von Gwent the Witcher Card Game gelesen, dass es auch in den Büchern vorkommt. Ach, das ist ja cool. Das finde ich witzig. Und dann... Macht das auch mit der Hin- und Her-Übersetzung mehr Sinn, aber ich finde es trotzdem noch komisch.
Der Rittersporn war jetzt nicht gerade der bestplatzierte Rittersporn, aber immerhin. Okay, wir haben gewonnen. Passt. Wenn der jetzt nicht noch was super Gemeines hat mit der letzten Karte. Aber ich glaube, sein Gemeines hat er schon weggespielt. Okay, er hat quasi gar nichts mehr. Na gut. Ah, die Pilzkarte spielt mal wie so eine Hornkarte. Das wusste ich gar nicht. Sehe ich gerade zum ersten Mal. Interessant. Das heißt, ich kann sowieso nur einen von meinen beiden Berserker verwandeln. Aber ich würde es trotzdem gerne mal einfach sehen, Mensch. Aber dann machen meine beiden Berserker-Karten gleichzeitig auf der Hand überhaupt keinen Sinn.